Zum ersten Mal zeigt das Museum für Kunst- und Kulturgeschichte Kupferstiche aus der Sammlung des Malers Engelbert Seiberts. Der Name der Ausstellung ist bewusst provokant gemeint: Altpapier meisterhaft. Doch keine Angst, im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte werden keine alten Papiere präsentiert. Die Werke stammen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert und vertreten sind Künstler wie Dürer oder Rembrandt. Das Museum der Stadt Dortmund erhielt 1909 durch eine Spende des Stadtrates und Großkaufmanns Gustav Wiskott den Bestand von 2000 Kupferstichen, aus denen eine Auswahl von 500 gezeigt werden. Die Erarbeitung der Sammlung und die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kunstgeschichte der Universität Trier realisiert. Der Innenstadt Ostblock sprach mit Stefan Brakensieg, dem Leiter der Grafischen Sammlung der Universität Trier. Was kann der Besucher des Museums für Kunst- und Kulturgeschichte in der Sammlung sehen? Ihn wird eine ganze Menge überraschen. Wir haben in dieser Ausstellung, die sich um eine Grafiksammlung kümmert, die im Jahre 1908 an das Museum gegangen ist, zum ersten Mal den Versuch unternommen, diese Sammlung exemplarisch zu präsentieren. Und er kann eintauchen in eine Bilderwelt, die vor mehr als 100 Jahren das Bürgertum fasziniert hat, in also einer Zeit, die völlig frei war von unseren digital erzeugten und andersartig kommunizierten Bildern und kann tatsächlich wie in einer Zeitreise erleben, womit sich das Bürgertum in der Zeit vor 1900 auseinandergesetzt hat. Was war denn der Maler für ein Sammlertyp? Kann man das sagen? Man kann es versuchen zu charakterisieren. Engelbert Seiberts, der Maler, der diese Objekte zusammengetragen hat, starb 1905, kam Anfang der 1870er Jahre aus München, wo er lange Jahre gelebt hatte, nach Arnsberg in die Stadt seines Vaters, bezog eben dort das väterliche Haus. Und er beginnt in dieser Zeit, als er dann aus München eben abgereist war, damit Grafik zu sammeln. Und wir konnten rekonstruieren, dass er das getan hat, um sich in Arnsberg mit den Meistern der Kunst zu umgeben und auch weiterhin diese Kunstwerke studieren zu können. Denn das konnte er in München jeden Tag in den dortigen Museen tun. In Arnsberg in der westfälischen Provinz war ihm das nicht möglich. Und so war ihm die Grafiksammlung praktisch ein Kompensationsmittel, um auch weiterhin der Kunst und ihrer Geschichte nah sein zu können. Was ist denn so kunsthistorisch interessant an der Sammlung? Die Sammlung ist ein Dokument bürgerlichen Sammelns des 19. Jahrhunderts und insofern etwas ganz Außergewöhnliches, weil die meisten bürgerlichen Sammlungen, die in dieser Zeit entstanden sind, den Zeitraum ihrer Entstehung fast nicht überlebt haben. In der Regel sind solche Privatsammlungen nach dem Tode ihres Zusammenbringers verauktioniert worden, versteigert worden, damit von ihren Beständen her in alle Welt zerstreut worden. Nur ganz wenige haben eben den Weg über die Jahrhunderte geschafft und sind wie diese Sammlung hier praktisch in den Bestand eines Museums übergegangen. Und wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, wie in einer Zeitkapsel, dem Sammler bei seiner Beschäftigung mit Kunst über die Schulter zu schauen. Die Sammlung beinhaltet Grafiken vom 16. bis 18. Jahrhundert. Kann man da auch für den Besucher so eine Art Entwicklung sehen? Man kann in dieser Ausstellung wunderbar eben die Entwicklung der grafischen Künste vom Jahre 1520, also aus der Dürerzeit, bis um 1800 studieren, allerdings nicht chronologisch, denn wir haben in dieser Ausstellung bewusst darauf verzichtet, die Arbeiten chronologisch zu hängen, wie wir auch darauf verzichtet haben, die ansonsten oft klassische Art der Präsentation nach Nationalschulen und Künstlernamen zu wählen, sondern wir haben hier thematisch uns orientiert und haben dabei einen doppelten Weg eingeschlagen. Auf der einen Seite zeigen wir inhaltlich motivierte Zugänge, Himmel und Hölle, also wo es um Darstellung von Gut und Böse geht oder um Erotisches und anderes. Und auf der anderen Seite haben wir auch solche Kapitel gebildet, die sich mit der Druckgrafik an sich beschäftigen und die eben den Versuch unternehmen, dem Besucher die Möglichkeiten, die ein Grafiker hatte, Gegenstände etwa darzustellen oder Farben zu imitieren, auch nachvollziehbar an die Wand zu bringen. Ja, vielen Dank für das Interview. Die Ausstellung ist bis zum 3. Februar 2013 zu sehen.